So, hey Leute, diesmal geht es um ein Labornetzteil von Stefan0719, das aber einen kleinen Fehler hat. Ich habe das Labornetzteil mal mit Plus und Minus, Minus ist auf Masse, auf GND geprägt, ans Multimeter angeschlossen hier. Plus hier auf Plus, Minus auf Minus. So habe ich hier die Spannungsanzeige und hier schalte ich es mal ein. Bin auf 13,4 Volt. 13,55, okay, das kann man noch halten lassen, wenn ich es ganz aufdrehe, dann bin ich jetzt auf 30,3. Das ist nicht viel, normalerweise muss es etwas höher sein als 30,3. Multimeter mal umschalten, 30,4, 30,3. So, die Anzeigen stimmen an sich. Ich habe beide hier ganz hoch, bin auf 30,3. Jetzt, wenn ich etwas warte, dann geht es hoch oder senkt es ab, die Spannung. Die Ampere hier, das funktioniert, die Strombegrenzung, aber die Spannungsbegrenzung, die schaltet, 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 also man kann schon 3,6 Volt, 3,1, soweit funktioniert es schon, und das wieder aufdrehen, das ist fein, und das ist hoch, 30,2, es geht nur auf 30,2, Und es sollte etwas höher gehen als 30 Volt, weil wenn ich den hier jetzt auf Mitte gehe, mittig einstelle, bin ich bei 28,3 Volt und normal sollte es da schon auf 30 Volt sein. Also irgendwas stimmt da nicht. Man hört die schalten. Also hier schaltet ihr einmal von 3, auf 3,6 schaltet ihr einmal. Dann bei 7,5 auf 7,7 schaltet ihr einmal, hier schaltet ihr einmal, 11,2, 11,0, 11,3, dann hier schaltet ihr einmal, dann hier einmal, und hier einmal, und hier einmal. Jetzt bin ich auf 28,3, wenn das mittig ist, wenn ich bei das voll aufdrehe, 30,3. Geht nur auf 30,3. Es ist so, dass mit der Zeit sich das verändert. Jetzt, wenn ich das Netzteil belasten würde, ich weiß jetzt gar nicht, mit was kann ich das jetzt auf die Schnelle belasten. Ich kann sie mal kurz schließen. Genau, das mache ich aber jetzt über das. Ich drehe mal den Strom auf 0. Der Strom ist auch nicht so perfekt. Und stecke das mal um. 10 Ampere Messbereich. Jetzt mal kurz schließen. Auch oh, bin 1,62 Ampere. Die schwankt auch sehr rum. Die Potis sind Müll. 0,3 Ampere, 0,4. Ich kann sie hochdrehen mit Strom. 2 Ampere, 3 Ampere, 4, 5 Ampere. Ich kann es auf 5,43 Ampere aufdrehen. 5,4 Ampere. Genau, ich kann es auf 5,4 Ampere aufdrehen. Ich habe es kurz geschlossen. Ich gucke mal, ob die Ampere stimmen. 4,72, 4,73, 4,74. Die Ampere stimmen auch. 4,57, 4,58, 4,56, 4,58. Okay, die Ampere stimmen soweit auch. 3,58, 3,59. Okay, kann man gelten lassen. Also die Ampere stimmen soweit. Der Potti ist, der funktioniert, aber der zum Feineinstellen, der hängt etwas. Genau hier, der hat ein bisschen Wackelkontakt. Wenn ich ihn hier nur ein bisschen drücke oder so oder ziehe, ups, dann verändert sich das 0,5, 0,4. Ups, jetzt sind wir ziemlich weit unten auf 100 mA. Sind wir auf 0, genau. Strom kann man nicht richtig einstellen, aber Strom hält er konstant. Wenn ich Strom voll aufdrehe, 5,44. 5,44, genau. Dann bin ich 5,44. Okay, jetzt stecke ich dann mal wieder ab. 5,44, 5,45. Das passt. Ja. Also Strom stimmt schon mal. Jetzt bin ich bei 30,4 schon. Es verändert sich.
Es war auf 30,3, jetzt ist es auf 30,4. Also mit Spannung stimmt was nicht, Spannung verändert sich. Es war schon mal auf 29, noch was, dann war es mal auf 31. Also mit Spannung stimmt was nicht. 30,4, mal wieder runter, mal wieder hoch. Ich glaube, das liegt an der Temperatur vielleicht noch. Also irgendwas sehr temperaturabhängig ist. 30,4. Also das Potti hier, das spinnt etwas, das geht. Die da, die gehen auch. 26,5. Hier das Feineinstellpotti für Strom, das spinnt etwas. 3,6. 0. Okay, drehe ich das auf. 26,5. 30,4. Es war erst bei 30,3. Was auch auffällt, wenn der so einen Sprung macht, warte, stelle ich mal das auf mittig. Und guck mal, wann der so ein, wann ihr schaltet. Da schaltet er bei 19 Volt. Mal gucken. 18,8. 18,9. Bei 19 Volt, jetzt schaltet er. Ah, doch, das geht. Hält er konstant. Bei 18,8 schaltet er aus. Bei 19 Volt wieder ein. 18,8 wieder um. Genau, wenn er umschaltet, habe ich keine Spannungsschwankung hier. Das ist gut. Dass er keine Spannungsschwankung hat, wenn er umschaltet. 3,8. 3,6. Schaltet ihr um. Und bei von 3,7 auf 3,8 schaltet ihr auch wieder um. Okay. Also das Schalten funktioniert. Mal gucken, wenn ich jetzt wieder voll aufdrehe. 30,4. Also es hat sich von 30,3 auf 30,4 geändert. Und das ist der Fehler von dem Netzteil. Es hat eine auch schon viel größere Ausreißer mal von der Spannung. Und daher werde ich die beiden ICs, die da drin sind, mal tauschen und dann gucken, ob es dann anders funktioniert. Wie viel Spannung ich dann habe, wenn ich nur die beiden Operationsverstärker tausche.